mein Name ist Nina Blajon. Ich bin Kinder- und Jugendbuchautorin und schreibe aus den Genres Fantasy, historischer Roman und Krimi. Und mein neues Buch Wolfszeit ist eine Kombination aus einem historischen Roman und einem Krimi. Es geht darin um einen authentischen Mordfall aus dem 18. Jahrhundert, die legendäre Bestie vom Gévaudan. Ich lese heute einen kleinen Ausschnitt vor. Die Hauptfigur Thomas Auvray ist zum ersten Mal in der Auvergne und wird mit diesen Mordfällen konfrontiert. Thomas hatte eine wissenschaftlich anmutende Versammlung erwartet. Stattdessen wandten sich ihm nun 10 blasse, erschreckte Gesichter zu. »Es ist soweit«, sagte der Pfarrer sanft zu den Trauernden. »Geht hinaus und wartet, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Danach dürft ihr sie mitnehmen.« Füße scharrend setzte ein, Stühle rückten, ein Schluchzen wurde in einer Schürze erstickt. Mit vorwurfsvoller Scheu musterten die Trauernden Thomas, während sie fast lautlos zur Tür gingen. Der Pfarrer nickte ihm zu, dann schloss er von außen die Tür und plötzlich war Thomas ganz allein mit den Toten. Sie waren auf 3 Tischen aufgebahrt, Laken waren über sie gebreitet. »Was ist los mit dir, Thomas?« schalt er sich. »Wie oft hast du schon gesehen, wie Selbstmörder aus der Seine gefischt wurden? Es sind nur leblose Körperhöhlen.« Endlich trat der Pfarrer wieder ein, gefolgt von Lafont und einigen anderen Männern. »Das sind die Opfer der vergangenen Tage?« wollte der Chirurg wissen. »Von gestern, Monsieur«, sagte der Pfarrer leise, »und heute.« »Heute, aha«, meinte Monsieur Lafont. »Während die Herren jagen, schlägt die Bestie wieder einmal in aller Ruhe an anderer Stelle zu. Wo diesmal?« Der Pfarrer deutete auf die mittlere Bahre. »In Pépinet. Da ist heute am Morgen dieser Junge zu Tode gekommen, und am frühen Nachmittag hat das Tier noch diese Frau hier angegriffen, nur wenige Meilen weiter in Sauzet.« Er zeigte auf den dritten Tisch. »Aber es sind auch 2 weitere Frauen getötet worden«, wurde gemeldet. »So viele Opfer an einem einzigen Tag hatten wir noch nie.« Der Chirurg trat an den ersten Tisch und schlug das Laken zurück. Ein scharfes Atemholen wallte im Raum auf. Der Konsul wurde schlagartig grün im Gesicht und drückte sich ein Taschentuch vor den Mund. Und Thomas wünschte sich mit einem Mal, er hätte seinen Schreibtisch nie verlassen. Das hier hatte nichts mehr mit seiner Art der Wissenschaft zu tun, nichts mit Anatomiestudien an Tieren und exotischen Exponaten. Tiere waren nur Arten, Merkmale, Besonderheiten und sie hatten keinen Namen. »Das ist Martin, 8 Jahre alt«, hörte er dem Pfarrer sagen. »Er gehört zu meiner Pfarrei. Gestern wurde er angegriffen. Es geschah am helllichten Tag. Die Bauern hörten seine Schreie und wollten ihm zu Hilfe eilen, aber die Bestie hatte ihn schon in den Wald gezerrt. Dort fand man ihn dann später.« »Und die Fälle von heute?« wollte Lafont wissen. Das zweite und das dritte Laken wurden aufgeschlagen. Thomas wandte den Blick ab. »Das ist der Junge aus Pépinet«, hörte er den Chirurgen sagen. »Nachdem das Tier ihn heute Morgen ermordet hatte, fraß es seinen linken Schenkel und hat den restlichen Körper verstümmelt. Und diese arme Frau hier wurde erst vor wenigen Stunden gefunden. Wie Sie sehen, hat die Bestie sie halb verschlungen. Alle Gliedmaßen der rechten Seite fehlen und wurden ebenfalls vermisst. Der Kopf lag wieder ein ganzes Stück entfernt.« »Was ist, Monsieur Auvray?« fragte Lafont. »Wollen Sie sich die Verletzungen nicht ansehen, wie mit, wie sagten Sie es doch so treffend in Versailles, den Augen der Bestie?« »Und ich, Idiot, dachte, er will mir einen Gefallen tun, indem er mich hierher mitnimmt«, dachte Thomas. Der Chirurg traf beiseite, um ihm Platz zu machen. Mit weichen Knien trat Thomas an den Tisch, auf dem die Frau lag, und als er sich endlich überwinden konnte, hinzusehen, wusste er, dass er nie wieder behaupten würde, tote Menschen seien nur Höhlen. Der Kurier war klug genug gewesen, sich diesen Anblick zu ersparen. »Warum greift ein Raubtier mit so viel Wut an?«, dachte er schockiert. Er hatte gelernt, dass Tiere nur töteten, um Nahrung zu erbeuten und nicht um zu zerstören. »Und?«, drängte Lafont. »Es scheinen Bisswunden zu sein«, sagte Thomas tonlos, »glaube ich jedenfalls.« »Sehr scharfsinnig«, bemerkte Lafont lakonisch. »Und ist es nicht erstaunlich, welche Kraft dieser Wolf entwickelt hat?« Thomas musste sich räuspern. »Allerdings.« Der Konsul wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Nur der Adlige de Morangiers betrachtete die Leiche mit unverhohlener Faszination. »Schön, dass wir wenigstens in dieser Hinsicht einer Meinung sind«, sagte Lafont, »und ich hoffe, Sie haben jetzt gelernt, diese Angelegenheit auch mit den Augen der Opfer zu betrachten, und zwar bevor Sie urteilen. Treten Sie jetzt bitte wieder zur Seite.« Thomas gehorchte.
Wie durch einen Nebel nahm er wahr, wie der Arzt die Tote auf die Seite drehte und mit nüchterner Stimme die Wunden beschrieb. Thomas hatte keine Wahl, als stehen zu bleiben, also notierte er mit seiner Zeichenkohle die Erklärungen des Arztes. Aber die ganze Zeit über spürte er die stumme Anklage der Toten. »Sieh hin«, schien die Frau zu sagen, »schau, was mir angetan wurde, und sag mir, welches Tier das war.« Und er überwand sich ein zweites Mal und sah genau hin. Sein Stift stieß an den Rand der Seite, wie von selbst hatte seine Hand die Schulterlinie der Toten gezeichnet. Er setzte den Stift erneut an. Die Frau vor ihm war immer noch ein Mensch, aber jetzt verwandelte sie sich in Proportionen, Flächen und Schattierungen. Eine Wunde wurde zu einem gezackten Schatten, ein Auge zu einer hellen Fläche mit einem Saum dunkler geschwungener Linien über einer matten Scheibe. Plötzlich zeichnete er mit grimmiger Präzision Detail für Detail. Eine Wunde mit bläulichem Rand, eine ohne Rand. Ein erstaunlich glatter Wundrand am Hals, mehrere Punkte wie Einstichstellen oder Abdrücke von Fangzähnen, etwas größer als der Durchmesser des Zeichenstifts.